So, willkommen beim Let's Play Rome to the War. Mein erstes Let's Play, deswegen, ja, falls es zu korrigieren gibt, mit Video, Ton, Qualität, mich darauf hinweisen, beginne ich. Also, ich spiele es nicht zum ersten Mal, habe ein bisschen Erfahrung, aber noch nie geschafft, so richtig eine Kampagne durchzuspielen. Ja, ich nehme Kampagnenschwierigkeit sehr schwere Schwierigkeit, mittlere Schwierigkeit für Schlachten, nicht in Arkade-Stil, alle Siedlungen verwandeln. Lange Kampagne und die Julia. Das ist eben mein Lieblings. Götter, ich hasse die Gallier. Schon mein Großvater hasste sie, noch bevor sie ihm die Augen ausstachen. Glaubt ihr wirklich, ich wäre hier draußen an der Grenze ohne einen guten Grund? Jawohl. Rom braucht eine starke Grenze. Nein. Rom braucht keine ungewaschenen Barbaren vor seinen Toren. Und deshalb bin ich hier, der Anführer der Julier, um den stinkenden Galliern die römische Ordnung zu bringen. Die Rache ist auch ein Grund. Dieser Krieg gegen die Gallier ist nicht von großer Dauer. Ist er geschlagen, habe ich meine Pläne. Es dreht sich nur um Macht. Macht in Rom. Wenn ich diesen Weg einschlage, muss ich mich um alle meine Rivalen kümmern. Den Senat, die Griechen, diese Elefantenreiter aus Karthago und auch die Familien der Skipionen und Bruten. Am Ende regiert der Mann, der Rom kontrolliert, die ganze Welt. Eines Tages bin ich der Kaiser. So, für manche, die das Spiel vielleicht nicht kennen, es kam 2004 raus, deswegen ist die Grafik vielleicht nicht die aktuellste, aber es macht einen riesen Spaß. Es ist unter meinen Lieblingsstrategiespielen. Ja, beginne ich mal. Ah, gleich Auftrag Senat. Seegest. Was ist denn das? Naja, nicht weit. Okay, die nehme ich schon mal zusammen. Also du wärst eigentlich für mehr Verwaltung gedacht. Okay, komm mal in meine Hauptstadt. Dann bauen wir mal Schrein des Jupiters. Pflasterstraßen? Ja, dann nehme ich Stein des Bacchus. Ja, und auch Pflasterstraße. Genau. Ja, es gibt ja drei Römerfamilien. Also ich bin nicht die einzige Römer. Deswegen gehört mir nicht der ganze Teil von Italien. Diplomatie. Ah, Söldner, die muss ich. Nein, wir haben keine. Okay, rekrutiere ich mal. Das tat die. Die momentan noch ein beste Infanterie haben kann, aber sie ist nicht besonders stark. Zu Diensten. Genau. Ach, die Stimme. Sehr hoher Steuersatz. Meine Bürger müssen ausschlupfen. Obwohl, ich warte noch kurz. Natürlich, ich handel's recht immer gerne. Drei Runden erklären aber bestimmt den Krieg. Herr! Herr! Stoß vor! So. Gebaut. Verdienung. Verdient du nicht so nicht. Bereit machen für den Kampf! Ach komm, die kurze Strecke. Ei, Captain! Nee, ergibt sich nicht. Ja. Wieder nächste Runde. Am Anfang geht es nicht schnell. Oh oh, was soll denn das jetzt? Gallische Armee direkt in der Nähe meiner römischen Armee.
Ich erwarte so bald mit dem Krieg. Viel gewinnen auch nicht. Okay. Oh, schön, Karthago. Und die kriegen Städte. Weiter könnte ich nichts anderes sein. Bereit machen für den Kampf! Siedlung wird belagert. Automatisch? Na gut, erstmal automatisch, wie es mir geht. Bevölkerung ausrastet die. Okay, es ist nicht nett gegen ihn. Außer kriegt die meisten Gulden. Schön, 5000. Ja, wunderbar. Gleich ein Stadthalter sitzt. Mag solche Dörfer nicht. Schöne römische Städte, mit die hier haben. Deswegen spiele ich auch nicht so gern die Barbaren. Ich bevorzuge, schon sagen, die zivilisierten Völker. Oh, das sind Klammern. Wo soll es jetzt hingehen? Ah ja, ich soll gleich die Gallier angreifen. Die Stadt soll ich nicht erobern. Denken nicht gerne mit. Man muss sich erstmal eine Armee aufbauen. Befehle? Imperator? Befehle? Herr! 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 Ja. Nein! Den einen wollte ich nicht. Imperator? Sollte schon alle mitkommen. General! 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 Nicht so feige sein. Grüße mich der Armee an. Hinterhalt vorbereitet. Okay, scheint es sehr was. Ja, jetzt verdiene ich. Okay. Was ist das? Befehle. General. Okay, ich habe nur gar nicht was gewonnen. Das hat aber nichts mit dem Spiel zu tun. Nächster. Aber eine gescheite Armee. Brauche ich aber auch Kavallerie. Weil die ist sehr stark im Spiel. Also jeder, der es kennt, weiß es. Für die, die es nicht kennen. Sehr teuer. Und gleich nächste Runde. Geht wenig schnell voran. Ups, war jetzt schon. Hafen, mehr Handelseinnahmen. Oh nein, die Bretagne werden bestimmt die Germanien, so wie ich das aus dem Spiel kenne, richtig, ja, man kann sagen, überrollen. Schade, ich würde echt gerne mal gegen die Germanen kämpfen.